Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ja, ich habe hier wieder eine Frage, einen Leserbrief. Und zwar, ich habe vor langer Zeit einen Mann kennengelernt. Dieser hatte eine Freundin, die jetzt aktuell seine Frau ist. Seitdem ich diesen Mann kennengelernt habe, ist mein Glück wie abgebrochen. Mir gelingt nichts mehr und egal, was ich anfange oder versuche, ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich bin Künstlerin von Beruf und habe schon viel versucht. Alles blieb erfolglos. Nun hat es auch Zeichen dafür gegeben, dass die beiden Satanisten sind. Ich vermute schon lange, dass sie mich verflucht haben, dass ich nie mehr Glück haben soll und nie mehr weiterkommen soll in meinem Leben. Von einem Schamane kenne ich ein Fluchauflösungsritual, das ich auch gemacht habe. Aber nichts hat sich geändert. Ich komme weiterhin auf keinen grünen Zweig. Sobald ich positive Aussichten habe, scheitert alles. Ja. Diese Thematik hatte ich, glaube ich, schon in meinen anderen Videos angesprochen über Thema schwarze Magie. Es ist immer schnell gesagt, dass irgendwas verflucht ist. Ja? Also man muss immer rauskriegen, kann es wirklich ein Fluch sein? Ja? Lange Zeit, ist es vielleicht ein halbes Jahr oder sind es 2 Monate? Es ist immer diskussionsfähig. Von der einen Seite kann man davon ausgehen, wenn das Fluchauflösungsritual nicht funktioniert hat, dass vielleicht nichts vorliegt. Es könnte aber auch sein, dass die Sache falsch angegangen wurde, dass man sich auf einen falschen Punkt eines Fluches festgelegt hat. Man muss ja rausbekommen, in welche Richtung man auch hier dann arbeiten muss. In welche Richtung gegen einen gearbeitet wurde. Das Glück war weg. Das kann mal sein, ja. Ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster, aber es könnte auch sein, dass die fragende Person gerade einfach in einer depressiven Phase zum Beispiel ist, in einer Negativphase, dass man sich einfach dem Misserfolg bewusster wird als dem Erfolg. Ja? Klar ist jetzt hier nicht der beste Weg als Künstlerin, dass das dann nicht mehr funktioniert, gerade wenn man auch selbstständig ist. Ja, da sollte man die Sache dann erstmal allumfassend angehen. So würde ich das raten. Einmal alles ausräuchern, sich waschen, also mit reinigendem Bad natürlich. Dann einfach einen Zauber erstmal machen, um das Pech wegzubekommen, ja, um das Pech zu bannen. Und dann nicht hintereinander, sondern auch immer ein bisschen Zeit lassen zwischen den Zaubern, einen Zauber machen, um das Glück anzuziehen. Ja, vielleicht ein Säckchen, vielleicht auch ein Talisman umhängen. So würde ich jetzt die ganze Sache erstmal angehen, so als Erste-Hilfemaßnahme, wenn man nicht sicher weiß, ist es jetzt wirklich ein Fluch oder nicht. Ja? Inwieweit Satanisten in diese Richtung gehen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, das kann ich nicht sagen. Ja, das ist aber soweit meine Meinung da dazu. Wie gesagt, ist schwierig zu sagen, ist es jetzt ein Fluch oder nicht. Da braucht man einfach immer nähere Informationen als nur, ja, ich habe das Gefühl, ich bin verflucht und habe kein Glück mehr. Ist aber ein ganz interessantes Diskussionsthema. Wie würdet ihr das auch unter anderem sehen? Dass man da an die Sache dann rangeht, ob man gleich auf den Fluch geht oder erst noch was anderes probiert. Zum Fluch finde ich einfach, muss man wissen, mit welchen Sachen gearbeitet wurde. Dementsprechend kann man dann
dagegen wirken? Ja, das zu dieser Frage. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss!